Recht herzlich willkommen zur Folge 128 von Simotrans. Ja, laden wir unseren Spielstand, was wir auch schon getan haben. Und dann, ja, irgendwo wollte der Jakob die Brücke gerade weiterziehen. Hier wahrscheinlich, aber meinte er jetzt hier dieses Stück rum. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wir können definitiv das hier so gestalten, dass das klappt. Das müsste dann, ja, da darf jetzt rein theoretisch ja auch so sein. Allerdings. Ja. Schwierig. Weil da kommt der Zug ja hoch. Man hätte natürlich hier rüberziehen können, ne? Das wäre ideal gewesen wahrscheinlich. Machen wir mal gerade das da so hin. Ob das jetzt geht, weiß ich nicht. Und dann. Das Löckchen ist es. Eine Brücke. Welche Brücke haben wir denn da genommen? Diese, ne? Genau, ich glaube ja. Und da, von da nach da. Nee, so nicht. So. Da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Das geht nicht. Ach, da ist wahrscheinlich noch so eine Schräge. Deswegen geht das nicht. Dann müssen wir da nochmal so machen. Und jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Und zwar von da nach da. Gut. So sieht's jetzt aus. Und ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist. Was haben wir denn hier? 120, 160, 200 km/h haben wir da genommen. Naja. Und dann machen wir das mal so. Will ich mal hoffen, dass jetzt passend so ist. Zack. Sieht auch schick aus, so, oder? Da haben wir jetzt zwei Gleise, da haben wir jetzt ein Gleis. Und dann können wir da rechts die Sachen eigentlich alle hier abreißen, oder? Das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann alles auch weg. So, und diese Linie gerade fahren lassen. Ja, wird sich ja gut ausgehen, bis hier hinten gerade zu machen, oder? Wenn wir da mal. Jetzt mal gerade gucken hier. Das ist ja alles. Wo ist denn dieses Gleis hier? Da? Da, 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 da. Das ist ein daneben. Ne, zwei sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir können ja trotz alledem da rüber und dann da lang, oder? Obwohl, schön ist es alle nicht. Das Gasbetonwerk ist da. Wir machen das mal so, das war. Hier gerade hochfahren, dahin. Und hier müssen wir ja sowieso, glaube ich, hin, ne? Mit den Gasbetonsteinen. Da können wir auch hier rüber. Und ne, hier rüber nicht, hier vorher. Da lang. Und dann dahin. Oder? Sieht alles doof aus. Okay, das jetzt hier mit der Brücke nochmal umbauen wäre doof. Das will ich nicht. Drehen wir mal gerade die Karte um. Sieht man so besser, ja. Okay, wir können dann definitiv schon mal ein Gleis nehmen. Und hier so weitermachen. Dahin, oder? Gut. Jetzt kommen wir gleich richtig schön durcheinander. So, sieht doch gut aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Strom auch noch dabei.
Besser sieht es auch nicht aus, oder? Gut, nochmal hier lang. So lang. Bis dahin, oder? Ja, das passt. So. Dann hier die Signale gerade einmal weg. Und das dort weg. Da können wir wieder so machen, dass wir von dort bis nach dort erstmal gehen. So, dann machen wir da wieder eine Stromleitung hin. Ich weiß zwar nicht, ob wir die brauchen, aber wir machen sie mal besser. Und da ist noch ein Signal. Ich glaube, das ist verkehrt. Das kann auch weg. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Da eins hin. Und da eins hin. Die Verbindung können wir noch kappen. Jetzt findet die keinen Weg mehr, sagt sie. Shit, jetzt hat sich die Karte gedreht und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Die finden auch alle keinen Weg mehr. Warte mal. Ich glaube, so ist unsere Standardansicht, ne? Dann findet man sich auch besser zurecht. Aha, die können ja alle da lang fahren, das passt ja schon. Und die muss da lang fahren. Und ist da irgendwo der Strom nicht da oder was? Aber eigentlich brauchten wir da gar keinen Strom, oder wie war das? Doch, hier hinten muss Strom sein. Da fehlt ein Stück Strom, alles klar. Jetzt passt es aber wohl wieder, ne? So, Züge kommen von hier, können da lang fahren und da lang fahren. Hier sieht es noch ein bisschen urselig aus, das kriegen wir auch noch hin. Dann machen wir da noch ein Signal hin. Und ich würde mal sagen, hier noch eins. Gut, okay. Da müssen wir noch was weiter gestalten dann. Ich würde jetzt fast sagen, sieht alles so ein bisschen doof aus. Machen wir das Signal da noch, das Stück hier noch weg. Und dann müssen wir wieder Strom legen. So. Die kommen von da, können da lang fahren, da lang fahren. Das ist erkannt, eine Einbahnstraße. Die kommen von dort, fahren da lang und können da lang fahren. Ich glaube, das müsste so klappen. So, ich glaube, das ist schon mal schicker. Das ist schon besser. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Hier ist jetzt nicht optimal, aber lassen wir so. So, wie ist hier hinten? Ja, hier sind nur so viele Wege, die kein Mensch wahrscheinlich braucht, ne? Das hier, das ist, glaube ich, schon mal überflüssig. Genauso wahrscheinlich, wie das hier überflüssig ist. Weil die müssen ja dahin und da lang. Und da gibt es einen, der muss auch da lang, ne? Ja. Gut. Der fährt schön da durch. Passt. Der fährt da auch rein. Lass mal gerade schneller laufen.
Weil da kommt gerade noch einer, der bleibt da stehen, weil der Vorfahrt hatte oder was? Oder wartet der hier auf was? Ah, da war auch irgendwas mit einem anderen Güterzug. Da wollen wir doch mal schnell gucken. Der macht die Steine rein. Das ist alles okay. Und was macht er hier? Pulvergranulat fährt der. Das ist auch okay. Irgendwas hat er mit Stückgut oder was war da was? Palettenstückgut lernen. Baumarkt, Gasbetonsteine. Köln-Waldhafen. Das ist, glaube ich, in Westfalen, wo der hinliefert. Und der hier hinten. Potsdam-Sandgrube. Palettenstückgut, Gasbetonsteine, Baumarkt, Potsdam-Sandgrube. Gasbetonsteine, Potsdam. Warum? Ach, da ist ja auch noch ein Bau. Genau. Das passt schon. Der war Westfalen. Gucke ich lieber nochmal nach. Köln-Waldbahnhof, genau. Der fährt dann mit dem Schiff rüber. Das ist es. Ich weiß jetzt nicht, welche ihr meintet. Ich will hoffen, dass es einer von denen ist, den ihr meintet. Ich glaube, der Michael war das, der das gesagt hatte. So, da fährt jetzt erstmal alles. Gut. Dann hatte ich hier gesagt, mit noch einem Bahnhof. Und ein drittes Gleis hier rüber. Jo. Aber hier oben wird es etwas schwierig mit dem dritten Gleis, ne? Weil diese Hochbahn, aufgeständerte Strecke, da kann man keine Kreuzung oben machen, oder wie war das? Ich meine nicht. Können das mal checken, aber die will hier nicht ansetzen. Dann müsste man das wieder umbauen irgendwie. Das bringt also auch nichts. Hier haben wir uns jetzt selbst den Weg schon zugebaut damit. Und so geht's ja nicht, ne, oder? Auf dem Tunnelende will er nicht. Das würde bedeuten, man müsste erst wieder runter und das ist ja dann wieder auch eine doofe Stelle hier, ne? Mit einer Ausweiche ist da irgendwie nichts dreispurig zu machen. Rein theoretisch wird hier eine Möglichkeit bestehen, aber das ist es ja auch nicht. Das sieht auch alles doof hier aus. Tja. Einmal andersrum drehen und gucken. Dieser Seite. Obwohl, wir können ja hier runter und er fährt dann durch den Tunnel da weiter. Ist ja auch kein Ding, oder? Das müsste ja auch funktionieren. Gut. Dann können wir das von hier machen. Okay, so. So. Oh, jetzt habe ich nicht mehr die Abbildung, die der Jakob geschrieben hatte im Kopf. Erstmal Strom dran. Passt. Hier kam ein 2-Block-Signal, glaube ich, hin. Wo ist das? Da. Können wir das wegnehmen? Na, das war natürlich die falsche Stelle. Dreimal geschossen, dreimal daneben. Gut, passt aber wieder. Hier war das 2-Block-Signal. Hier soll ein Bahnhof hin. Aber das Ganze funktioniert nicht, weil wir hier nicht rüberkommen. Genauso ist es. Schwierig.
So, dann machen wir erstmal den Bahnhof hin. Sieht doch schon mal schick aus, oder? Kölnland Bahnhof. Da hält dann der Zug an. Drehen wir mal die Perspektive noch einmal. Der kommt von da, fährt da rein und fährt da hinten weiter. Jo. So. Das ist unser Schnellzug sozusagen Lindau und hier Kölnland Bahnhof. Der blockiert auch nicht im Endeffekt die Hauptstrecke. Es ist nur die Frage, wer da einer langkommt, der fährt natürlich wahrscheinlich hier lang, ne? Gut, jetzt drehe ich mir die Ansicht nochmal. Die Züge, die von hier kommen, fahren darüber, können da unten runterher und da lang. Gut, dann brauche ich hier mal gerade so ein Ding. Und dann hätte ich gerne hier die Strecke so gehabt. Dann muss ich erst gucken. Wo kommen wir da raus? Da kommen wir raus. So, oder? Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Machen wir da jetzt einen kleinen Bahnsteig unten runter. Und das ist der gleiche wie der da oben. Na, ob der jetzt da unten hingeht, ist natürlich eine andere Frage. Der ist jetzt oben. Wetten, hat gut geklappt. Den kriegen wir da unten jetzt nicht hin. Aber das ist auch nicht wild, weil, ich sag mal, für den Zug, der da hinten durchfährt, ein Dreier halt als Personenzug, ist doch vollkommen ausreichend, oder? Gut, noch ein Signal irgendwo hin. Weil der soll nur in eine Richtung fahren. Und zwar so rum. Ist nur die Frage, wo muss der langfahren, damit er wieder da hinkommt, ne? Der fährt hier lang, hier lang, hier lang, fährt auf die Strecke. Er muss rechts rum, links darf er nicht. Wofür steht denn der Signal da? Achso, er biegt dann links ab. Er könnte rein theoretisch, glaube ich, so rumfahren, oder? Werden wir dann sehen, denke ich. Oder einen dicken Stau haben. Also hier lang, hier lang, hier lang ist klar. Jetzt steht das Signal da. Das würde bedeuten, der Bahnhof wird auch noch von der anderen Seite befahren. Ist schon ausgewählt. So, jetzt müsste es auch auf der Seite sein, dass davon keiner reinfährt. Das soll ja nicht sein. Er soll so im Kreis nur. Also wer da kommt, der kann auch da rumfahren und da reinfahren. So geht's, würde ich sagen. Oh, da ist ein dicker Stau. Weil der jetzt nicht mehr weiß, wohin soll, weil da kein Auswahlsignal ist. Alles klar. Signal dort weg. Und das muss dahin. So, glaub. Jetzt fährt er da rein, ist der Held. Lupe. Zack, einmal kurz zum Depot. Und Fahrplan. Na, lass den gerade noch einen Moment weiterfahren. Bis der letzte Anhänger da rum ist, sonst geht er, glaub, nicht. So. Ach, der muss weiterfahren, sonst fährt er wieder in den gleichen Glaub rein. Das würde sonst nicht funktionieren. Muss erst hinter dem Signal vielleicht sein. So, nochmal Fahrplan. Löschen. Depot. Jetzt dreht er bestimmt auf der Strecke um, oder? Nein, macht er nicht. Er fährt nur eine Schleife. In der Hoffnung, dass er die findet. Gut, okay. Sollte soweit funktionieren. Der ist jetzt nicht da reingefahren. Das war das Problem. Okay, dann haben wir da den.
So, da muss jetzt ein Zug hier durchfahren, nach hier hinten. Da haben wir eigentlich einen schon, ne, oder? Ist das der kleine rote? Der fährt wahrscheinlich überall hin, ne? Oder haben wir da was geändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her mit dem Personenzug. Da ist die Lok. Das sind alles Güterzüge. Personenzüge sind unten. Personenzug Mainz. Nein, den gibt's schon. Und das ist. Wo ist der denn jetzt, bitteschön? Ach so, da. Gehen wir mal gerade darüber. Mainz-Erzbergwerk. Das ist hier unten das Große, ne? Ja. Dann fährt der Mainz-Bahnhof an, das ist da rechts. Mainz-Waldbahnhof, wo ist der? Da unten das Kraftwerk. Kohlekraftwerk, Mainz-Kohlekraftwerk ist das ganz unten. Dann fährt er wieder Mainz-Bahnhof an. Dann fährt der Erzbergwerk an, da. Lindau Wald. Wo ist Lindau Wald? Lindau ist hier. Ach, das ist wieder doof. Da müssen wir mal gerade die Pfeiltasten, die Zifferntasten nehmen, dann geht das auch, ne? Wo ist aber Lindau Wald? Wo ist, oder habe ich jetzt was verlesen? Das ist noch richtig, ja. Lindau Wald. Ach, das ist da. Okay. Das ist der neue. Lindau Wald. Und dann fliegt da, genau. Dann fährt er zur Ostsiedlung und dann zum Kraftwerk da auch noch hin. Gut, das ist ja nicht so schwierig. Dann machen wir das bei dem mal ganz einfach so. Löschen wir Köln Kohlekraftwerk, löschen wir den Flughafen und löschen wir den Waldbahnhof. Und nach dem Erzbergwerk, das hat er zweimal drin, da sehe ich gerade, da hinzufügen ist ausgewählt, fährt er dahin. Köln Landbahnhof. Gut, das passt. So, Erzbergwerk geht's los. Fährt dann nach Mainz Bahnhof, darüber ist auch klar. Fährt dann zum Wald und die beiden. Ja, dann ist jetzt nur die Frage, die anderen beiden Kraftwerke da, die kann er auch noch mitnehmen. Aha. Mainz Bahnhof, das ist da, genau. Dann soll er erst noch darüber fahren, dann machen wir einfügen. Und dann fährt er dahin und dann dahin und dann dahin. Und dann fährt er zum Erzbergwerk, erst zum Mainz-Harfer, dann Köln Landbahnhof. Ich glaube, dann passt das. So, dann haben wir den jetzt umfunktioniert. Das heißt, zurzeit wird hier Lindau Waldbahnhof wird natürlich dann nicht angefahren. Lindau Waldbahnhof wird nicht angefahren. Oh ja, da müssen wir jetzt gucken. Wie wir das veranstalten. Der wartet auf freie Strecke, der wartet auch auf freie Strecke. Wer blockiert das denn? Na, hier sieht schon wieder so toll aus. Ach, das ist auch so prima. Warum das nicht funktioniert, weiß auch keiner, ne? Wo will er denn hier hin? Flensburg Stahlwerk. Köln Waldbahnhof. Der müsste eigentlich durchfahren. Der ist hier wahrscheinlich auf einem total falschen Gleis. Der müsste eigentlich hier lang. Tja. Der will jetzt da durch das Auswahlsignal holt er sich jetzt bis da hinten in den Weg frei. Aber könnte er ja, oder? Wahrscheinlich, wenn der jetzt weg ist, dann fährt er. Ja, okay.
Da werde ich das in der nächsten Folge machen. Diese wird sonst zu lang. Da müssen wir jetzt unterbrechen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der 129 dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.